Wenn man einen Blick auf die Ostsee wirft, wird einem sofort auffallen, dass sich in ihrer nördlichen Mitte eine recht große Insel befindet, die grob auf halber Strecke zwischen der schwedischen Festlandküste und dem Baltikum liegt. Bei dieser Insel handelt es sich um Gotland, das etwa dreimal so groß wie Rügen und heute ein Teil Schwedens ist. Diese auf den ersten Blick unscheinbare Insel hat allerdings eine sehr interessante Geschichte, die besonders im Mittelalter auch durchaus eng mit jener der Deutschen im Ostseeraum verbunden gewesen ist. Und ganz in diesem Sinne wollen wir uns heute ansehen, wie sich Gotland von einem Dreh- und Angelpunkt des Handels im Ostseeraum zu einer Hochburg der Seeräuberei, einem von Kreuzrittern beherrschten Ordensland und schließlich seinem heutigen Selbst entwickelte. Gesponsert wird der heutige Beitrag dabei von Surfshark. Lasst uns in diesem Sinne aber beginnen. Währenddem wir uns heute um Piraten und Seeräuber in unserem Alltag glücklicherweise keine Sorgen mehr machen müssen, sind wir heute allerdings Opfer einer anderen Art von Raub, von digitalen Datenraub. Und ganz in diesem Sinne möchte ich euch vorab noch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Bei Surfshark handelt es sich nämlich um einen VPN-Anbieter, der eure Online-Identität schützt. Surfshark ändert nämlich eure IP-Adresse und verschleiert damit eure tatsächliche Identität vor dem Zugriff von Räubern, die sie missbrauchen wollen. Besonders auf dieses Feature, also die Art und Weise, wie Surfshark eure digitale Identität schützt, greife auch ich im Zuge meiner Videorecherchen sehr oft zurück. Auf diese Weise gelingt es Surfshark also, eure Anonymität im Netz wiederherzustellen. Das funktioniert, indem ihr mit dem Surfshark VPN euren virtuellen Aufenthaltsort ändert. Folglich schützt euch Surfshark damit unter anderem vor Hackern, die eure IP-Adresse herausfinden und euch mit gestohlenen Daten erpressen können. Die Internetpiraterie der Gegenwart hat aber noch viele weitere Facetten, vor denen euch Surfshark auch schützen kann. Unter anderem kann euch Surfshark auch in Echtzeit Warnungen senden, wenn ihr unsichere Seiten im Netz benutzt. Über 1 Million von diesen Seiten mit für eure persönlichen Daten gefährlichen Inhalten werden von Surfshark zudem ganz von allein blockiert. Mit Surfshark könnt ihr auf über 3200 Server in über 100 Ländern eurer Wahl zugreifen. Eure Daten werden von Surfshark nicht gespeichert, sondern gelöscht. Surfshark kann zudem problemlos auf mehreren Geräten genutzt werden. Diese sind nur ein paar neben etlichen weiteren Vorteilen, die euch Surfshark bietet. Wenn auch ihr im Internet wieder sicher sein wollt, dann geht jetzt zum Link surfshark.com/germaniamagna und sichert euch das einmalige Angebot von 4 extra Monaten Surfshark zu einem unschlagbaren Preis. Schaut also unter dem Link in der Videobeschreibung und den angepinnten Kommentar bei Surfshark vorbei, damit ihr das zeitlich begrenzte Angebot nutzen könnt und nicht zum Opfer von Internetpiraten werdet. An dieser Stelle danke an Surfshark und damit zurück zum Video. Der Name der Insel Gotland ist möglicherweise durch die Goten bedingt, die über die Insel in den südlichen Ostseeraum eingewandert sein könnten. Sofern man dieser, vor allem früher populären These folgt, könnte es sich bei den Goten somit auch um die ersten namentlich greifbaren Einwohner der Landschaft gehandelt haben. Aus der Zeit der Spätantike und des Frühmittelalters, also dem 5. bis 6. Jahrhundert, sind auf Gotland dann eine Vielzahl von Runensteinen bekannt, welche ebenso wie eine große Anzahl von Hortfunden Ausdruck der aufkommenden Wikingerzeit waren. Bereits in dieser entwickelte sich Gotland nun vermutlich zu einem ersten Zentrum des mittelalterlichen Ostseehandels. Es gibt aus dieser Epoche eine Vielzahl von Funden, die auf wirtschaftliche Kontakte der Gotländer in den baltischen, karelischen und Novgoroder Raum verweisen. Einige Grabanlagen legen sogar nahe, dass Teile Gotlands zeitweilig von Kuren, also Balten, besiedelt gewesen sein könnten. Der absolute Großteil der Einwohner war aber auch im Frühmittelalter schon nordgermanischer Herkunft. Konkret gesprochen wurde auf Gotland damals das Altgutnische. Diese war eine recht eng mit älteren Formen des Schwedischen verwandte, allerdings dennoch eigenständige Sprache, die bereits im 9. oder 10. Jahrhundert existiert haben dürfte und auf Gotland noch bis ins 17. Jahrhundert fortbestand. Zur Christianisierung der bis dahin noch heidnischen Insel kam es vermutlich um das Jahr 1030, möglicherweise durch die Initiative des Norweger Königs Olaf des Heiligen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte sich Gotland zu einem Handelszentrum mit herausragender Bedeutung entwickelt. Politisch geriet die Insel unter die Vorherrschaft des schwedischen Königreiches, wobei sie sich jedoch für lange Zeit eine eigene lokale Rechtstradition beibehalten konnte und auch ansonsten relativ eigenständig auftrat. Was dem klassischen mittelalterlichen Ostseehandel jedoch zum Durchbruch verhelfen sollte, war die Unterwerfung des Baltikums und des Nordens Skandinaviens durch die baltischen und schwedischen Kreuzzüge im 12. Jahrhundert. Im Zuge der ebenso zu dieser Zeit einsetzenden deutschen Ostsiedlung kam es bis ins 13. Jahrhundert zur Bildung einer geschäftigen, an den Westen des Kontinentes angebundenen Wirtschaftslandschaft im Einzugsgebiet der Ostsee. Gotland, das bereits eine aus vorherigen Epochen bestehende Tradition als Handelsposten hatte, fand sich nun in der Mitte der Ostsee als Dreh- und Angelspunkt des Handels zwischen West- und Osteuropa wieder.
Im Zuge der mittelalterlichen Ostsiedlung und der Entstehung von deutschen Handels- und Hafenstädten überall im Baltikum und dem damaligen Nordostdeutschland waren auch erste Handelsbünde zwischen den Städten entstanden. Wobei sich die zu Mitte des 12. Jahrhunderts gegründete Hanse als im Ostseeraum mit Abstand am dominantesten herausstellen sollte. Mit dem Ostseehandel kam es auch zur Zusiedlung von deutschen Kaufleuten und tatsächlich auch Bauern auf Gotland, die sich vor allem in der Stadt Visby und deren Umfeld niederließen. Besonders diese bäuerlichen deutschen Siedler dürften jedoch bereits früh damit begonnen haben, sich mit der einheimischen gotländischen Bevölkerung zu mischen und sich in deren Heiratsmarkt einzubringen. In den folgenden Phasen des Hochmittelalters war Gotland folglich in einem gewissen Sinne Heimat einer schwedisch-dänisch-deutschen Mischkultur. Besonders in der Stadt Visby sollten deutsche Händler vom 12. Jahrhundert anwärts einen großen Einfluss haben. Die deutschen Kaufleute, die sich zum Teil in Visby niedergelassen hatten und mit Gotland intensiven Handel betrieben, nannte man dabei in Lübeck die Gotlandfahrer. Diese Gemeinschaft trat dabei sowohl in Lübeck als auch auf Gotland selbstbewusst auf. Neben einer Vielzahl von teils prachtvollen Handelshöfen ging auf die Präsenz der Deutschen in Visby und damit auf Gotland auch die Errichtung der Marienkirche, die sich zum Dom der Stadt entwickeln sollte, zurück. Ebenso trugen deutsche Kaufleute zur massiven Befestigung der Stadt mit einer für die Insel beeindruckend großen Stadtmauer bei. Die deutschen und gotländischen Gemeinschaften in Visby waren dabei zunächst getrennt organisiert. Im Jahr 1320 kam es jedoch zu ihrer Zusammenlegung, wobei Visby ein eigenständiges Stadtrecht erhielt, das eine Kombination aus deutschen und schwedischen Rechtsvorstellungen darstellte. Für Visby, das sich im Laufe der Zeit zum Hauptort Gotlands entwickelt hatte, sollte sich seine Stadtmauer mit über 40 Wehrtürmen gegebenenfalls als überlebenswichtig herausstellen. So kam es beispielsweise im Jahr 1288 zu einer Reihe von Bauernaufständen auf Gotland, welche die Stadt in Mitleidenschaft zogen. Durch seine Anbindung an die Handelsnetze des Ostseeraumes sollte zudem auch Visby von der Pest getroffen werden, was die Entwicklung der Stadt und ferner auch ihren weiteren Aufstieg hemmte. Zu einem Konflikt auf Gotland mit besonderer Tragweite sollte es im Jahr 1361 kommen. In diesem Jahr startete der dänische König Waldemar IV. Atterdag eine Invasion, deren Ziel es war, die Insel zu unterwerfen. Er landete mit etwa 3000 Mann an und begann damit, Gotland zu erobern. Ihm gegenüber stand ein Heer, das hastig aus der Bauernschaft der Insel rekrutiert wurde und sich den Dänen in zwei verheerenden Schlachten stellen sollte, welche zur Niederlage der Gotländer führten. Währenddem sich die Bürger der Stadt Visby verschanzt hatten und sich Waldemar ergaben, der ihm gegen eine Geldzahlung einen großen Teil ihrer Rechte erhielt, hatten diese Kämpfe vor allem unter der Bauernschaft zu großen Verlusten geführt. Die Leben von bis zu 5000 Gotländern könnten durch das dänische Heer beendet worden sein. Was zum einen bedeutete, dass Gotland rund die Hälfte seiner männlichen Bevölkerung verloren haben könnte, zum anderen vermutlich aber auch der Anfang vom Ende des deutschen Anteiles am Bauernstand auf Gotland markierte. Die Präsenz der Deutschen auf Gotland beschränkte sich von diesem Zeitpunkt an also vermutlich mehr oder weniger auf die Stadt Visby. Die Besetzung Gotlands dürfte jedoch nicht nur den Schweden missfallen haben, sondern wurde auch von der Hanse als eine nicht tragbare Provokation betrachtet. Die Invasion von Gotland sollte folglich als Ausgangspunkt der Waldemarkriege in die Geschichte eingehen, bei welchen die Hanse gegen Dänemark in den Krieg zog und bis in das Jahr 1370 ihre Handelsprivilegien im Ostseeraum zurückerlangen konnte. Gotland verblieb somit zunächst bei Dänemark. Visby durfte aber alle seine Rechte behalten und stellte auch weiterhin einen wichtigen Knotenpunkt des Handels im Ostseeraum dar. Währenddem Visby in früheren Zeiten jedoch noch recht eigenständig auftreten konnte und sich im Streit mit Lübeck sogar gewisse Vorrechte auf den Novgorod-Handel gesichert hatte, war die Folge all dieser politischen Umbrüche, dass es nun weniger ein eigenständiger Akteur und mehr ein Umschlagsort geworden war. Dieser Charakter als Durchgangsort, den Visby nun zunehmend verkörperte, soll auch eine gewisse Verrohung der Stadt im Vergleich zu anderen Hansestädten, die viel auf sich hielten, mit sich gebracht haben. Währenddem das bürgerliche Leben von vornehmen Kaufleuten sicherlich in weiten Teilen der Stadt fortbestand, kamen zu dieser Zeit allerdings wohl auch regelrechte Striche auf. Diese sollen vor allem von durchziehenden Kaufleuten genutzt worden sein und dürften von der Bürgerschaft toleriert worden sein, da auf diese Weise größere Verwerfungen durch dieses Klientel abgewendet werden konnten. Visby, so zumindest spätere, teils auch spöttische Berichte, soll sich damals zum Frauenhaus der Ostsee entwickelt haben. Unabhängig von diesen Entwicklungen auf Gotland gelang es in den Jahren 1386 bis 1389 Albrecht III. Von Mecklenburg, der bereits vorher den Titel des schwedischen Königs innehatte, wieder die Herrschaft über Schweden zu erlangen. Dies hatte eine Reihe von Bürgerkriegen, teils mit Intervention der Hanse und Dänemark zur Folge,
deren Resultat bis 1394 sein sollte, dass Albrecht die schwedische Krone wieder verlor, aber Gotland als eines von wenigen Territorien formal unter seiner Herrschaft verblieb. Um die mecklenburgische Herrschaft über Gotland abzusichern, warb Albrecht III. Die Vitalienbrüder, Seeräuber, welche zuvor vor allem in der Nordsee gewirkt hatten, in seinen Dienst, um sie als Söldner auf der Insel Gotland einzusetzen. Zunächst standen die Vitalienbrüder unter dem Kommando Eriks von Mecklenburgs, der von einer Burg auf der Wivesholm aus über Gotland im Sinne der Mecklenburger regierte. Als dieser jedoch 1397 auf Gotland verstarb, übernahm der Seeräuberhauptmann Sven Sturre die Herrschaft über die Insel und verselbstständigte sich mit seinem Gefolge. Die Burgen Gotlands waren folglich zu Raubschlössern geworden und die einst stolze Handelsstadt Visby, so jedenfalls anekdotische Evidenz, zu einem Seeräubernest. Von Gotland aus unternahmen die Vitalienbrüder eine Vielzahl von Kaperfahrten gegen die Handelsschiffe der Hanse und der Kalmarer Union, welche sich aus einer Vereinigung Schwedens, Norwegens und Dänemarks im Westen gebildet hatte. Ganze Abschnitte der Ostseehandelsrouten sollen unbenutzbar geworden sein und die Seeräuber stellten zunehmend auch eine Gefährdung für das benachbarte Festland dar. Da Mecklenburg über keine Mittel verfügte, um der Lage Herr zu werden und eine weitere Machtausweitung der Kalmarer Union aus Sicht der benachbarten Herrschaften problematisch hätte sein können, sah sich der Deutschordensstaat, welcher damals in seinem machtpolitischen Zenit stand und über das Baltikum herrschte, zum Handeln gezwungen. Auf die Weisung seines Hochmeisters Konrad von Jungingen startete Johann von Fürth im März des Jahres 1398 eine Invasion auf die Insel Gotland, um die Vitalienbrüder ein für allemal zu vertreiben. Von Danzig aus setzte er mit 84 Schiffen, mit rund 4000 gut ausgestatteten Männern und über 400 Reitern nach Gotland über, wo er zunächst im Südwesten der Insel, in Vestergan, anlandete und schon bald bis nach Visby vordrang. Die Deutschritter begannen auch den Rest der Insel schnell zu erobern und Sven Sture sah sich dazu gezwungen, mit seinem Gefolge von der Insel zu fliehen, woraufhin er in den botnischen Meerbusen flüchtete, in dem er noch bis ins Jahr 1408 als Seeräuber aktiv war. Es kam folglich zu Verhandlungen zwischen dem Deutschordensritter Johann von Fürth und dem nunigen Herzog Johanns des Vierten von Mecklenburg, welche in der Übergabe der Insel an den Deutschordensstaat resultierten. Um einen Rückfall Gotlands an die Vitalienbrüder sicher zu verhindern, ließ von Fürth die Burgen von Slitt, Landskron und Leustadt sowie die einst unter Erich von Mecklenburg unterrichtete Burg von Wivesholm schleifen und eine Flotte ausfahren, die gemeinsam mit hanseatischer Unterstützung sicherstellte, dass die Seeräuber ein für allemal in die Gebiete nördlich Alland zurückgetrieben wurden. Für die kommenden anderthalb Jahrzehnte sollte Gotland folglich ein Teil des Ordensstaates sein. Die Zeit der Deutschordensherrschaft markierte dabei wohl auch einen letzten Zenit der Bedeutung Visbys. Im Jahr 1448 wurde Gotland ein Teil Dänemarks, bei dem es bis in das Jahr 1654, als es zu Schweden zurückkam, verbleiben sollte. Die Zeit des späten 15. und 16. Jahrhunderts stellten für Gotland und damit besonders Visby jedoch eine Zeit des langsamen, aber sicheren Bedeutungsverlustes dar. Die Schiffe wurden mit der Zeit immer größer und längere Überfahrten durch die Ostsee somit leichter möglich. An Gotland konnte man von nun an in einem gewissen Sinne einfach vorbeifahren. Auch vergingen der Deutschordensstaat und die Hanse zunehmend und mit ihnen verschwanden auch deutsche Händler, die entweder ins Baltikum, in Städte wie Reval oder Riga übersiedelten oder in die deutschen Städte ihrer Zeit wie Danzig und Lübeck zurückkehrten. Die danach noch auf Gotland zurückgebliebenen Deutschen assimilierten sich wiederum bis ins späte 16. und frühe 18. Jahrhundert im Grunde gänzlich. Wenngleich Gotland also massiv an ökonomischer Bedeutung verlor, bedingte dies dennoch, dass viele hoch- und spätmittelalterliche Strukturen auf der Insel und besonders in Visby erhalten blieben. Dies verleiht der heute schwedischen Stadt dabei einen beeindruckenden Charakter. Zudem zeugen selbst heute noch manche Orts- und Straßennamen sowie Aspekte der Architektur von der mittelalterlichen hanseatischen Präsenz. Hiermit wären wir aber am Ende dieses Videos zur bewegten Entwicklung der Insel Gotland, von einem Außenposten der Völkerwanderung, zum Heimathafen stolzer Händler, hin zu einem Piratennest und schlussendlich geschichtlichen und landschaftlichen Juwel in der Mitte der Ostsee angekommen. Abschließend möchte ich auch nochmal klarstellen, dass ich die Geschichte Gotlands natürlich auch aus einer deutlich schwedischeren oder dänischen Perspektive betrachten ließe und der Fokus des Videos der Themenstellung des Kanals gemäß hier eher auf der Verbindung zur deutschen Geschichte lag. Welche Epoche der Geschichte Gotlands findet ihr aber alles in allem am interessantesten? Teilt eure Ansichten dazu gerne in der Kommentarsektion. Auch möchte ich diese Gelegenheit noch einmal nutzen, um den Sponsor des heutigen Videos zu danken. Der Link zu Surfsharks einmaligen Angebot ist im angepinnten Kommentar unter Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei.
Wenn euch der Beitrag ansonsten aber gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!